Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich muss sagen, dass ich auf die Verdächtigungen jetzt von Thomas Gamke nicht eingehen möchte. Ich glaube, da warten wir ab, bis die belegt sind, weil das natürlich jetzt sehr schwierig ist, die hier zu reflektieren. Und ich glaube, es ist auch ohne Belege ein bisschen schwer, das an diesem Ort vorzutragen. Und bezogen auf die Praktiker, die grünen Praktiker auch in den Ländern, irritiert das jetzt hier, denn die scheinen das ja anders zu sehen. Und mein Eindruck ist ein kleines bisschen, dass die Grünen ablehnen, weil Zustimmung gesichert. Und das ist auch verständlich, denn wenn die Grünen dieses Gesetz ablehnen, möglicherweise, weil es Fehler enthält, und das will ich gar nicht ausschließen. Das Gesetz kann Fehler enthalten. So sicher sind wir alle nicht, dass wir hier fehlerfrei arbeiten. Aber dafür haben wir Novellierungen, um die Fehler dann zu korrigieren. Aber sie lehnen noch viel mehr ab. Sie lehnen nämlich die internationale Gestaltung über Ausschüttungsreihenfolgen ab. Sie lehnen das Bondstripping ab. Ich will nur mal die Stichworte nennen. Sie lehnen die Gestaltung über Werbekostenabzugsregelungen ab. Sie lehnen die Goldfingergestaltungen ab. Das heißt, die Regelung gegen die Goldfingergestaltungen ab. Das heißt, wenn Sie ablehnen, eröffnen Sie der internationalen Finanzindustrie Schlupflöcher ohne Ende. Wollen Sie das? Der Richard Pitterle hat was. Er hat gesagt, er vermisst den Aufschrei der Finanzindustrie. Jetzt finde ich, allein die fehlende Beschwerde einer Industrie oder einer gesellschaftlichen Gruppe ist ja noch kein hinreichender Beleg, dass ein Gesetz schlecht ist. Also es könnte ja auch sein, dass der fehlende Aufschrei deshalb fehlt, weil große Teile in Ordnung sind. Und was wollen wir denn mit dem Gesetz? Das ist ja ein Investmentfonds-Besteuerungsgesetz. Jetzt kann man sagen, das haben wir doch schon immer geregelt. Wo ist eigentlich das Problem? Der eine Anlass ist eine europäische Regelung. Und der andere ist natürlich, dass wir klassische Fonds schon immer sehr vorsichtig besteuert haben, weil deren Erträge werden an anderer Stelle oder die Erträge ihrer Kunden werden an anderer Stelle besteuert. Der klassische Fonds sammelt Geld ein und investiert das. Aber er investiert es nicht selbst. Er hat kein Schiff. Der klassische Fonds hat keine Filmindustrie. Der klassische Fonds ist kein Hedgefonds. Der engagiert sich nicht in Private Equity. Eben dieser ganze, sagen wir mal, graue Markt, den wollen wir nicht schützen. Und genau da ist dieses Problem heute zu lösen, die guten Fonds gewissermaßen zu schützen, steuerlich, und die Bösen zu erfassen. Und diese Grenze zu finden, das ist natürlich extrem schwer. Wo hört die Spekulation auf, die reine Spekulation? Wo ist die Realwirtschaft betroffen? Und diese Grenze zu finden, das ist heute das Ziel. Nun haben wir ein kleines Problem. Durch das Kapitalanlagegesetzbuch, das wir induziert durch europäische Gesetzgebung ja gemacht haben, da kümmern wir uns natürlich um Hedgefonds und solche Sachen, ist gleichzeitig das Investmentgesetz von uns aufgehoben worden. Jetzt ist aber dummerweise so, dass das Investmentsteuergesetz sich auf dieses Investmentgesetz bezieht, das es ja nicht mehr gibt. Das heißt, wir haben ein Gesetz, das bezieht sich auf ein anderes, das es nicht mehr gibt. Jetzt hat der Bundesfinanzminister gesagt, oh, das ist ein Problem, wenn es das Gesetz nicht gibt, auf was beziehen wir uns denn? Naja, wir machen ein BMF-Schreiben, also eine Richtlinie, das sagt, das Gesetz, das es nicht mehr gibt, ist doch noch in Kraft. Und jetzt sieht man, das ist natürlich eine Hilfsmaßnahme, die auch hilft, aber die schafft keine Rechtssicherheit. Und wir wollen Rechtssicherheit, damit die Leute, die diese Gesetze anwenden, dann auch auf vernünftiger Basis stehen. Und wir haben natürlich auch ein fiskalpolitisches Interesse. Genau, Rechtssicherheit, da hätte Applaus hingehört, weil das ist nämlich tatsächlich ein Hauptziel, das dieses AIFM-Steueranpassungsgesetz verfolgt. Und das soll natürlich diese Lücke schließen, um das BMF-Schreiben, diese Richtlinie, überflüssig zu machen. Und insofern hat dieses Gesetz heute an dieser Stelle Zustimmung verdient. Und man muss noch sagen, warum Eile geboten ist. Warum ist eigentlich heute Eile geboten? Man könnte auch sagen, machen wir nächstes Jahr. Die Antwort ist einfach. Es geht um große Beträge, das haben wir gehört. Und die meisten Kapitalerträge werden bekanntlich am Jahresende besteuert. Und wenn wir jetzt das Gesetz dieses Jahr nicht mehr machen, dann würden alle Gestaltungen, die ich eben in der Überschrift genannt habe, für dieses Jahr Rechtsgültigkeit haben. Die Steuererträge wären weg. Und das fänden wir auch mit Blick auf die Grünen und auch eure Ausgabewünsche schade. Wir wollen diese Steuereinnahmen sichern. Und deshalb wollen wir das Gesetz jetzt noch in Kraft treten lassen und meinen, dass damit das gesamte Jahr 2013 erfasst sein muss. Deshalb steht auch in dem entsprechenden Paragraphen, dass es
auf das Wirtschaftsjahr anzuwenden ist. Und vielleicht nur eine ganz kleine Formalie: Wer die Begründung zu dem entsprechenden Paragraphen 52 liest, der findet etwas anderes. Da steht nämlich anzuwenden nach dem Tag der Verabschiedung. Das ist ein kleiner Fehler, betrifft aber nur die Begründung. Können wir heute nicht mehr korrigieren, weil es müssen einen Antrag stellen und so. Wir wissen ja, die Begründung beschließen wir nicht und die Menschen beziehen sich nicht auf eine Begründung bei der Gesetzesanwendung, sondern aufs Gesetz und im Gesetz steht es korrekt. Ich wollte das nur der Vollständigkeit halber auch fürs Protokoll erwähnen, weil das ist natürlich für jemand, der puristisch so ein Gesetz liest, ist das eine kleine Auffälligkeit. Jetzt haben wir eine Investment-Kommanditgesellschaft gegründet und man fragt sich, ist das klug oder nicht klug? Wir machen eine eigene Gesellschaft, also eine eigene Rechtsform, um letztendlich hier ein Problem zu lösen, das an einer anderen Stelle ziemlich kompliziert beschrieben ist. Und die Antwort ist, das ist deshalb nötig, weil wir für diese Fonds eine transparent zu besteuernde Gesellschaft brauchen. Was heißt eigentlich transparent? Transparent heißt ja durchsichtig. Also ich habe ein Unternehmen und wenn jetzt der Finanzminister auf dieses Unternehmen schaut, sieht er es nicht, weil dieses Unternehmen überhaupt keine Steuern bezahlt, sondern der Finanzminister sieht nur den Menschen, dem dieses Unternehmen gehört. Und der wird dann besteuert. Und jetzt ist es so, bei diesem Pension Asset Pooling, haben wir schon viel heute gelernt drüber, ist es so, dass bestimmte steuerliche Regelungen der USA in Deutschland nur für transparente Unternehmen gelten soll. Und deshalb wollen wir das einführen, damit unsere Unternehmen dadurch keine Nachteile haben, dass die USA für nicht transparente Unternehmen in Deutschland, zum Beispiel Körperschaften, diese Regeln nicht zulässt. Um diese Regelungskonformität international zu etablieren, brauchen wir diese Kommanditgesellschaft, diese IKG. Und die ist natürlich insofern ärgerlich, weil sie vielleicht neue Schlupflöcher eröffnet. Deshalb wollen wir es nur auf diesen einen Anwendungsfall konzentrieren. Und jetzt könnte man noch fragen, ja, warum macht ihr eigentlich sowas Kompliziertes? Ihr wollt doch das Investmentsteuerrecht sowieso im großen Stil korrigieren. Die Antwort stimmt, weil wir hier freundlich denen gegenüber sind, die sich in diesem Metier bewegen. Deshalb greifen wir diese Spezialregelung vor und wir werden uns sicherlich in den nächsten Jahren vornehmen müssen, die Investmentbesteuerung noch mal ganz komplett anzugehen, europarechtskonform, das ist klar. Aber als Vorgriff auf diese globale Lösung ist das heute ein sehr guter erster Schritt und ich hoffe, dass Sie mir da folgen können. Vielen Dank, alles Gute. Abschließende Rednerin in dieser Aussprache.